Liebe Weltenbürger, hier spricht die Bundesrepublik Deutschland. Wir suchen Arbeitskräfte. Wenn Sie jung, kräftig und mit guter Arbeitsmoral ausgestattet sind, dann wenden Sie sich unverzüglich an die nächste behördliche Stelle. Almanya'da her yerin Coca-Cola ile dolu olduğunu biliyor muydun? Gerçekten mi? Tabii, orada her yerde var. Oraya gidince bana da biraz gönderir misin? Hayır, olmaz. Nedenmiş? Çünkü kola şişesi zarfa sığmaz da ondan. İyi ki ben gitmek zorunda değilim. Neden? Oradaki herkes gavur. Hmm. Abim dedi ki, Almanlar domuz eti ve insan yiyorlarmış. Böyle haça asılı ölü bir adamları varmış. Hatta onu da yemişler. Her pazar bir kilisede toplanıp onun etini yiyip kanını içiyorlarmış. Ya, insan mı yiyorlar? Hı hı. Herr und Frau Jilmatz, jetzt fehlt nur noch der Punkt 4 auf Anhang 18. Verpflichten Sie sich, als baldige deutsche Staatsbürger die deutsche Kultur als Leitkultur zu übernehmen. Sehr schön, das bedeutet, Sie werden Mitglied in einem Schützenverein, essen zweimal in der Woche Schweinefleisch, Sie sehen jeden Sonntag Tatort und verbringen jeden zweiten Sommer auf Mallorca. Sind Sie bereit, diese Pflichten auf sich zu nehmen? Aber ja, natürlich. Muss ja alles richtig haben. Warte mal. Ich gratuliere. Sie sind jetzt Deutsche.
Ich möchte die Erfahrung der Betriebsleitung in einem Satz zusammenfassen. Ja. Wenn wir wieder vor die Wahl gestellt werden, dann nur türkische Facharbeiter.